Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, willkommen auf der Ausstellung in Brno. Und der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, der jetzt zumindest meinen Kanal jetzt öfters besucht. Ja, schon Brno, da war doch was. Ja, das ist auch eine Ausstellung in Brno, allerdings ja quasi über die Straße. Das ist hier eine Ausstellung vom Modellbahnverein in Brno, die ich hier noch schnell besucht habe und auch viele interessante Gespräche hatte. Ja, es waren zahlreiche Anlagen zu sehen. Ich wurde vorher gesagt, ja, die haben halt viel, die, was sie schon immer haben, ne, was jedes Jahr, ich war lange nicht da, deshalb ist es für mich, ja, ich bin ja auch ein bisschen vergesslich, ne? Was für mich teilweise neu. Es gibt Anlagen wie diese, die so ein bisschen noch, naja, so einen älteren Charme haben, einfach weil sie wahrscheinlich ein bisschen älter sind. Aber es gab auch ein paar Highlights, wo ich, positiv herausheben möchte. Ja, eine davon ist diese Anlage, das ist auch so zum Thema vier Jahreszeiten, das hatten wir ja vor kurzem erst bei der Ausstellung in Leipzig. Ja, da haben zwei Vereine dann unabhängig voneinander quasi das gleiche gemacht. Es sieht doch so ein bisschen, hier sieht man auch den Weitwinkel, ne? Das sieht irgendwie nicht aus wie 90 Grad. Ja, ein zweites Highlight ist das hier, da habe ich mich noch dran erinnert, dass ich die auch das letzte Mal gesehen habe. Das ist so eine TT-Modulanlage, die sehr liebevoll gestaltet war. Also liebevoll war eigentlich alles gestaltet, aber dieser Anlage hat man so ein bisschen angesehen, dass sie ein bisschen jünger ist. Ne? So von der Art und Weise her, wie das da gemacht wurde. Ja, dann habe ich natürlich wieder versucht, ein bisschen Details zu fotografieren. Diesmal jetzt nicht ganz so viel wie sonst. Ja, ich habe auch viel Zeit ein bisschen mit Reden zugebracht da mit den Kollegen. Ja, hier eben leider schöne kleine Szenen, die dann, also wenn man ein bisschen länger guckt, die dann immer Geschichten erzählen. Ja, und da die Module jetzt nicht so groß sind, findet man das irgendwie eher. Oder es liegt einfach daran, dass ich dann einfach den Blick so gewohnt bin. Ja, das ist so eine Geschichte, das wollte ich hier nochmal anbringen. Das ist so eine Methode, um von einem Modul zum anderen zu kommen. Aus meiner Sicht ist das hier, was wir hier sehen, ein bisschen veraltet. Also da gibt es bessere Sachen. Aber ja, das ist eben auch individuell, was man da, ja, wie man das Thema eben angeht. Ne? Also ich, das habe ich schon ewig mal vor, da ging es um ein Video an der Ausstellung in Leipzig, da habe ich das auch schon mal angeführt. Und hier auch gleich wieder der Gegenpol, ne? Also Gewässer ist hier, also die Prüfung ist bestanden, ne? Also das sieht doch, da habe ich also viel, auf vielen Ausstellungen viele Gewässer gesehen, die also da hier nicht mitkommen mit dem, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Ja, dann haben wir eine Anlage, das ist jetzt im Video, weil das Handy das also doch deutlich aufgehellt hat, sieht man es gar nicht so richtig. Da habe ich gefragt, wieso habt ihr eigentlich das Licht ausgemacht und wieso geht das Licht nicht. Ne? Und das war aber pure Absicht, weil die einfach ihre Beleuchtung so ein bisschen hervorheben wollten. Ja, man hat ja gerade den beleuchteten Weihnachtsbaum gesehen. Hier, ne, sieht man so ein paar Lichter im Hintergrund. Und ja, das ist eben auch, ist übrigens eine TT-Anlage. Ja. Und es gab einen etwas besonderen Zug, wo ich auch mal nachgefragt habe. Da wurde ich dann an einen anderen Kollegen verwiesen. Das sah so ein bisschen aus wie Leipziger S-Bahn, aber irgendwas stimmt halt nicht, ne, weil es sind ja die Altenberger Wagen, das wurde mir gesagt, ein reines Fantasiemodell. Ne? Also da muss man sich jetzt nichts dabei denken. Sie sehen aber schön bunt aus. Die nächste Anlage hier im Rohbau. Ja, hier wurde ich dann gleich angesprochen, ob ich weiß, was da in der Dose ist. Ne? Ja, eigentlich sieht man es. Ne? Aber ich hatte nun auch noch den Vorteil,
Ich hatte kurz vorher einen Facebook-Beitrag gesehen, wo jemand genau das Gleiche macht, ne? Nämlich wahrscheinlich Styrodur, ne? In kleine kleinschneiden und das eben dann als Steine nehmen und dann eben diverse Mauerwerke daraus bauen. Wir haben dann hier ein Tunnelportal, was also in dieser Baumethode erstellt wurde, mit diesen einzelnen Steinen, die hier aufgeklebt wurden. Und dann haben wir hier noch ein Mauerwerk, was hier auf die gleiche Art und Weise entstanden ist und dann schon mal so ein bisschen zeigt, was da so alles möglich ist. Dann haben wir hier eine wunderschöne Winteranlage. Also sehr kompakt und ja, so von der Gestaltung und auch von der Art und Weise, wie da der Betrieb ablief, war es eigentlich recht nett. Ich habe mich dann mit den Kollegen auch viel unterhalten. Ich habe mir dummerweise nicht gemerkt, das ist also hier eine Gastanlage, wo sie herkamen, ne, die Kollegen. Das war ein bisschen doof, dass ich das leider wieder vergessen habe. Aber ich denke mal, er hat wohl auch so in meine Videos mal reingeguckt, der wird sich auch das Video sehen. Und wird sich dann in den Kommentaren verewigen und wird mich dann rot schimpfen, wie ich das denn vergessen konnte. Ja, naja, das ist halt so. Also auch das hier eine TT-Anlage, man sieht es hier an Kupplung. Also ich bin sonst nicht so der Winterfreund, aber das war doch recht nett anzusehen. Ja, daneben haben wir noch ein Schiff. Das ist, glaube ich, bei der letzten Ausstellung hatte ich das gesehen, dass da also auch ein Schiffbauer dabei ist. Da bei dem Verein, also wenn es jetzt immer mal ein bisschen poltert, ist gerade Silvester. Na, also noch nicht Mitternacht, noch lange nicht. Lasse ich aber drin, ne? Also deshalb steht hier auch noch das 23 dann im Abspann, obwohl man dann hier wahrscheinlich schon März, April, Quatsch, Februar, März haben. Ja, haben hier gerade noch eine, das glaube ich, noch eine TT-Anlage, die ist auch sehr kompakt ist, sehr viele Gleise, also quasi die Anlage um den BW ringsrum gebaut. Wir hatten sie in etwas größerer Form in Plauen bei der Ausstellung. Und dann haben wir hier noch eine H0-Anlage, die also kombiniert ist, einmal H0 und dann haben wir hier sozusagen die Meterspurbahn, die im Hintergrund gerade hochfährt, das ist dann H0M. Ja, die Lok sieht irgendwie nicht serienmäßig aus, das hat wohl jemand selber gebaut, nehme ich mal an. Bei den Wagen weiß ich nicht, die gibt es ja von Tillisch mittlerweile. Ja, das ist, weiß ich jetzt auch nicht, ob die zu Burna gehört oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Dann haben wir hier eine doch recht große Anlage, bedingt durch die Spur. Da ist sozusagen die Zeitreise 100 Jahre Spur 0. Sie hatten also irgendeinen Wagen drauf oder einen Zug, der also, naja, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammte. Und je weiter man nach außen kommt, je moderner wurden die Fahrzeuge. Ne? Also auch da habe ich mich dann, glaube ich, ganz am Schluss noch ein bisschen unterhalten. Ja, weil das ist eben Spur 0, das ist immer so beeindruckend. Das ist so eine Stino, normale Standardweiche. Ne? Wo gerade jetzt hier der Zug mit der Kö fährt, ich habe sie, glaube ich, auch nicht fotografiert. Die einfach top aussieht, ne? Weil das Verhältnis zwischen Schwellen und Profilhöhe und das ist einfach viel näher am Vorbild und ist viel gefälliger. Gut, das fällt vielen Modellbahnern nicht auf, aber das ist, und hier ist dann das Gegenstück, das ist dieser Zug, der älteste, glaube ich, der allerletzte Wagen, ist, glaube ich, der älteste von allen. Da habe ich leider mir auch nicht gemerkt, wie alt, aber dann haben wir hier noch dieses Riesenrad. Ja, und was mich auch beeindruckt hat, wir haben ja so ein uraltes Gleis, aber man hat damals halt schon die Gleisüberhöhung in die Kurve eingebaut, obwohl wir hier stehen haben, was gerade ist. Ne? Aber das war schon, naja, das kriegt man
Das kriegt heute keiner hin, ne? Also kein Großserienhersteller. Dann haben wir hier so ein bisschen was Typisches für die Ausstellung. Das sind so diverse Dampfmaschinen, also das ist jetzt auch die Echtdampfecke, wo dann hier gehämmert und geschraubt und was auch immer wird und alles irgendwie mit Dampf angetrieben. Also ja, ist schon eine tolle Sammlung und es bewegt sich alles. Na, da hinten hämmert einer. Also ist schon eine tolle Sache. Ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so der große Fan davon, aber wenn man sowas mal sieht, das ist dann doch beeindruckend. Dann haben wir hier noch eine TT-Anlage, wo ich jetzt auch nicht weiß, das war glaube ich auch eine Gastanlage. Wenn es wieder falsch ist, ihr wisst, es gibt eine Kommentarspalte, wo wir hier eine Straßenbahn in H0M haben, die hier auf TT-Gleis fährt. Und eine Feldbahn, das müsste glaube ich Endgleis sein, also hier, also es war wirklich Endgleis, ne? Es war kein richtiges H0E-Gleis, aber das sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Ja, ich wollte dann eigentlich die Feldbahn noch filmen, wie sie zurückfährt. Das hat sie erstmal nicht getan. Deshalb hier ein Blick auf die Werklok der Leuna-Werke, die hier einen Güterzug befördert und dann fährt die Feldbahn doch noch zurück. Ja, war sehr viel Bewegung. Hier war auch so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, ob das hier, was weiß ich, das Palmfest oder was auch immer, alles ein bisschen tropisch gemacht, ein bisschen, weiß ich nicht, Dorffest oder was auch immer, auch sehr schön gestaltet, mit bunten Leuchten und vielen Figuren. Ja, war so ein bisschen Tropical Island im Freien. Dann haben wir hier noch einen Personenzug, der hier seine Kreise zog. Mit der Reichsbahn V100 und jetzt habe ich den Namen vergessen von den Wagen, den wusste ich auch mal. BGHW, glaube. Naja, gut, ich bin auch nicht so der Experte. Ja, liebe Freunde der Groß- und Kleinbahn, und dann sind wir hier schon am Schluss angekommen. Ich werde zu dem Thema Modellbahnverein in Borna, das wird in einem Mittwochs, in einem der nächsten Mittwochsvideo mal auftauchen, also nachdem dieses Video gelaufen ist, ne? Also das schon mal als Ankündigung. Das möchte ich jetzt nicht hier in diesem Video ausführlich behandeln. Ja, soweit erstmal so gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht und macht was draus.